So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise gar nicht Ramses Kitchen, sondern Hannes brennt. Wir haben euch ja gestern gesagt im Stream, also für uns ist heute Dienstag, gestern war Montag und da haben wir im Stream gesagt, bald erster Kanal, erste Folgen, Hannes brennt, wer kennt's nicht, wenn Hannes in der Küche steht und schlägt Funken. Der hat nämlich einen sehr schönen Chili-Dip, Chili-Soße, wie auch immer gemacht und der war so gut, dass er uns zeigen wollte, wie er den gemacht hat, beziehungsweise euch zeigen wollte, wie er den gemacht hat. Der ist nämlich ein kleines Schleckermäulchen und vielleicht möchtet ihr das ja nachmachen. Ich werde das jetzt filmen, moderieren. Da ist Hannes, wer den nicht Servus. Kennt. Ne? Servus am Start. Servus, genau richtig. Der hat jetzt hier ein bisschen Öl in die Pfanne getan. Chili-Öl. Schon mal, ja? Wir haben Chiliöl genommen. Extra Chiliöl. Auch noch für die Schärfe, auch noch ein bisschen Schärfe, gibt auch noch ein bisschen Schärfe mit. Von Rama, das muss jetzt nicht von Rama sein, es gibt da viele. Was ich auch mal zeigen möchte, fix, hat mir meine Cousine damals mal geschenkt. Gibt's ja auch so, Chiliöl, ne? Bäm, richtig edel aus irgendwo einem Geschäft in Bad Rodach. Da ist das Rama, glaube ich sogar, obwohl Rama ja eine Marke ist, ist das Rama, glaube ich sogar, günstiger. Ja. Aber Chiliöl, also ihr bratet was in Öl an, aber wenn ihr es natürlich im Chiliöl anbratet, ist es von Haus aus gleich ein bisschen schärfer. Ja klar. Ihr habt ein bisschen was vorbereitet, ja. Das ist Knoblauch, also Knoblauch geschält, klein geschnitten, genauso wie den Ingwer. Ingwer auch klein geschnitten, geschält. Und das sind die Chilischoten. Und die halt auch alle klein geschnitten, aber die Kerne drin lassen, weil die machen auch die Schärfe aus. Ich dachte, das sind Zwiebeln und das sind Bananen. Und das ist Apfel. Genau. Ja, genau, richtig. Nein, also ihr wisst ja eigentlich, wie Knoblauch aussieht. Knoblauch haben wir gerade noch Knoblauch. Was da. Knoblauch. Das sind Bananen und das ist Knoblauch. Genau. Also Knoblauch kennt man, Ingwer kennt man an sich auch, gibt's jetzt nicht in vielen Varianten, sondern Ingwer gibt's einfach als Ingwer. Ist geschält, wichtig, geschält. Ich musste selber, die sind in, die haben, also die muss man einmal schälen, die haben einmal eine Haut dran und die muss man schälen, weil sonst wird es zäh einfach. Aber ich erwischt. Ja, er hat den geschält und geschnitten. Genau. So. Und den Knoblauch hat er auch geschält und geschnitten. Und die hat er nicht geschält, weil die bestehen ja nur aus Schale. Genau. Aber die gab es in der Packung als Paprika-Mix. Das waren lange, dünne Paprikas eben. Pepperoni. Ja, Pepperonis, ja. Genau. Und dann seht ihr, da sind nämlich gelbe drin, da sind rote drin, da sind grüne drin. Und die Kerne auch mit drin lassen, weil die machen eigentlich die Schärfe auch aus. Das hat mir letztens einer extra nochmal erklärt, dass ja in den Kernen ist die Schärfe drin. Genau. Und dann könnt ihr das alles da rein tun. Alles zusammenschmeißen. Wie auf dem Spielplatz, eine Rutsche runter, zack. Und dann kriegt man einen wunderbaren Geruch schon. Wenn man nicht verschnupft ist. Ja. Ihr seht, egal welche Hautfarbe ihr habt, in der Pfanne seid ihr alle gleich und werdet gebraten. Richtig. Kochen gegen Rassismus, jetzt habe ich schon wieder ein Déjà-vu. Aber nicht einatmen, weil es reizt ganz schön hinten im Hals drin und das macht sich nicht gut. Also es ist ziemlich ätzend. Am besten also gleich den Corona-Mundschutz tragen beim Kochen. Genau. Dann müssen wir immer dazu noch geben, dann muss ich die schön anschwitzen. Was hast du hier noch vorbereitet? Da haben wir dann noch passierte Tomaten und Tomatenmark. Und braucht man jetzt beides oder würde so eins von beiden reichen? Weil Nein. Es ist ja beides Tomate. Warum so viel Tomate? Wenn es ein bisschen angeschwitzt ist, dann tut man ein bisschen Tomatenmark dazu, röstet man auch an. Sollte man aber nicht zu schwarz werden lassen, weil es nämlich sonst bitter wird. Nur mit ein bisschen anschwitzen und danach Tomatenmark dazu, also passierte Tomatenmark dazu geben, bisschen einkochen lassen und dann wird es dann nachher püriert. So püriert wird es auch noch. Ja. Wie haben wir das letztens püriert? Wir haben doch gar keinen Pürierstab, oder? Pürierstab nicht, aber ach so, ein Mixgerät hier. Neben dem ganzen Kräutergarten, der hier steht, genau. Katzengras und so, haben wir ja hier, hat ja jeder zu Hause, ne?
wenn ihr euch immer euren Bananenmilchshake macht. Das meine ich. Jetzt weiß ich, was du mit Dämpfen meinst. Das ja. Wenn man denn das in die, wenn man atmet, so auf die Lunge geht. Und richtig. Und das ist genau das, was man... Okay, dann gehe ich lieber raus. So, jetzt kommen wir hier... Bisschen Tomatenmark dazu gegeben. Bisschen in die Pfanne, ein bisschen auf den Tisch. Zack, so sieht das gut aus. Ich glaube, der Adi will auch raus. Guck. Adi, schnell. Adi, los, raus. Mach die Tür auf. Adi. Na, jetzt nicht. Ich schwitze mir jetzt nochmal schön. Schön an mit dem Tomatenmark. Ja, nochmal schön Öl drauf. Genau. Hui. Warum hast du nicht gleich die ganze Flasche Öl rein? Hä? Mensch, das wäre doch lustig. Ja. Aber es geht dann aber wirklich nicht drauf. So. Bisschen angeröstet. Tomaten, nehmen wir jetzt die Schelten. Passierten Tomaten dazu. Kennt man aus jedem Battle Rap, es ist passiert, die Tomaten, sagen die immer. So ein bisschen, nicht zu viel. Ja, den Rest kann man ja trinken. Ja, kann man nachher noch was reintun. Oder auch so. Guck mal, Lecho. Nur halt in die Schaf mit diesen. So sieht das. Krass. Oh, wenn wir jetzt noch Schnitzel braten würden, könnten wir das auf das Schnitzel hauen und könnten es als... Es gibt ja kein Zigeunerschnitzel mehr, aber trotzdem. Das wäre dann das... Tun wir den Rest auch mit rein. Das Hannes-Superschnitzel mit Schaf, ja, mit extra mit Schaf. Nach Naturorienart. Schön scharf. Genau. So. Ach so, ich dachte, mit drauf gepisst. Und ja, genau. Nee, so schlimm nicht. So. So. Dann ist noch richtig schön noch ein bisschen einkochen. Wunderbar. So, wollt ihr mal probieren? Genau, guckt mal hin und schmeckt's. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Aber es ist ja noch nicht fertig. Kannst du mal bitte würzen mit bisschen Salz, Pfeffer noch rein? Denn das ist ja weder Dip, noch ist das Soße. Das ist ja eine Gemüsepfanne sozusagen. Bisschen Salz noch dazu. Jo, Salz. Ey, das brauche ich für meine Gurken. Ja. Ja, ich habe eh keine Gurken mehr, deswegen. Doch, du hast noch ein bisschen was. Ich habe dir noch ein bisschen was übrig gelassen. Ach so, der Hannes hat heimlich Gurken in meinen Schrank gelegt. Cool. Bisschen Pfeffer noch dazu. Ja, Pfeffer habe ich wahrscheinlich noch nie benutzt. Tja, und deswegen. Dann kann man halt noch würzen, wenn man noch ein bisschen Chili dazu haben will, Chili gewürzt noch dazu oder auch Paprika. Genau, macht einfach an die in Chiliöl gebratenen Chili schon, macht einfach da Chili dran, also Chili gewürzt. Ja, wie man es halt scharf haben möchte. Das ist. Oh, jetzt riecht es aber nach dem letzten. Was? Chili, Rosenscharf, Pulver? Pulver. Ja, jetzt riecht es einfach nur staubig. Genau. Staubig und süß. So, schieben wir jetzt erstmal zur Seite, machen wir den Ofen wieder aus. Guckt mal wieder. Mal gucken, wie lange ihr die Hand da drauflegen könnt. Können wir mal eine Challenge machen? Ja, genau. So. Tust du das jetzt? Während das heiß ist in den Mixer? Oder kühl das erst ab? Nein. Das hauen wir gleich noch rein. Dann können wir das ja alles ungeschnitten machen am Stück. Mal gucken, wie viel wieder auf den Ofen geht. Ja, einmal haben sie gezeigt, bei diesen besonderen Big Pictures, da war ja auch einer in der Küche, immer mit Gasmaske musste der kochen und machen, weil der das schärfste Chili der Welt immer gezaubert hat. Und dann haben die Leute das probiert und sind immer reihenweise umgefallen. Und ne. Das ist dann schon... Ja. Das war dein Schüler, den hast du angelernt, seitdem hat er sein Restaurant mit Gasmaske eröffnet und macht einfach scharf. Das ist richtig, ja, wenn das dann mit Gasmaske machen muss, das ist dann schon nicht mehr lustig. Das ist dann richtig, also. Oh, das finde ich hier aber gerade auch nicht lustig, ne? Das So, jetzt haben wir erstmal das Teil hier drauf, ne? Einmal Deckel und zurück. Jawohl. Ganz egal, es wird zerstückelt. Kannst du gerne fragen.
Ja, das ist, muss rumgedreht. So, mal drehen wir weiter, bis irgendwann, hui, das ist irgendwo. Ah, ja. Und macht irgendwas. Das macht dann irgendwann mal Klack. Nein, Hey, jetzt ist er. Ist doch drauf, oder? Nee, ist nicht drauf. Nein! Was schnappt doch immer? Da, jetzt? Ja. Das ist. Das, ich glaube, ja, ich dachte, das hängt. Das geht nicht weiter, das ist nur zack und das war's. Der ist ja hier kein. Ah ja. Ah, jetzt habe ich alles verpasst, okay. Viele machen es aber auch mit Essig, aber ich mache es ohne Essig, weil ich mache keinen Essig in meinem Chili drin. Da ist es doch jetzt eigentlich fertig, oder? Ja. Oder kommt dann noch was dran? Noch nee. Mit Chili? Nee, das ist das. Das ist Chili. Das ist jetzt eine Chili-Dip, Chili-Soße, wie man es. Eine Chili-Dip-Soße, genau. So macht ihr. Eure eigene Chili-Dip-Soße so. Im Hannes-Stil. Lass mich meinen Chef hier mal probieren. Wieso ich? Da verbrenne ich mir doch die Schnauze. Und? Ja, richtig schön. Könnte noch ein bisschen Chili dran. Ja, kannst du auch noch ein bisschen Chili dran. Ich will. Guckt mal, das dampft doch aber. Das macht nichts, es ist nur warm. Man schmeckt wieder sehr deutlich den Ingwer raus. Das hat der Wusa letztens schon gehabt. Habt ihr schon mal eine Ingwersoße gehabt? Einen Ingwer-Dip? Ich finde, das ist das, was es ausmacht, dass das nicht einfach nur scharf ist und nach sonst nichts. Es hat eben diese Ingwer-Note noch mit bei. Wem das zu viel ist, der kann ja auch ein kleineres Stück Ingwer nehmen. Ja. Aber ich finde, das unterscheidet das gerade. Weil scharfe Soßen gibt es wie Sand am Meer. Und das hat eben noch diesen besonderen Touch. Ihr wisst auch gar nicht, wo die Schärfe herkommt. Kommt das jetzt von Chiliöl? Kommt das von den Chilis? Kommt das von dem Knoblauch? Kommt das von dem Rosenschaf? Chili, Pulver, Gewürz? Hier ist übrigens nochmal Salat gemacht für später. Mit ganz viel Cheddar Cheese drauf. Und gestern hat der Adi den Cheddar Cheese geklaut. So. Und dann war es das eigentlich schon, ja. Er hat das noch einfach schön in ein Schälchen reingefüllt, dass man das hat, wenn man irgendwas macht, dass man das als Soße drüber kippt oder eben genau. Als Dip, wenn man jetzt Nachos hat, richtig. Dass man das dann auch reintunken kann. Einfach gut. Ist nicht viel, geht schnell, einfach warm. Werde ich wahrscheinlich trotzdem nie machen, weil ich einfach nur kein Ingwer schneiden kann, weil man den schälen muss. Wenn ich mal schäle, dann ist das Gurke, mehr nicht. Ja. Einfach gut. Ja, gut und günstig. Genau, erstmal Schleichwerbung machen. Ja, teuer war sie auch nicht. Der Bahneinsatz, schätze ich mal bei 3-4 Euro. 3-4 Euro und dann habt ihr so eine Schüssel Fladen. Zack. So. Ich glaube, das war's jetzt. Fixe Küche, Hannes brennt. Richtig. Ihr wisst Bescheid. Salat am Start. Möchtest du noch was sagen? Noch jemanden grüßen? Nee, alles in Ordnung. Also, wenn ihr es machen wollt, einfach gut und schmeckt. No. Und wenn ihr sonst noch Rezepte sucht oder Tipps braucht, und Hannes könnt ihr jederzeit im Stream erreichen oder privat auch auf Facebook und so weiter. Der hat auch WhatsApp. Werden einfach mal seine Handynummer und das Video hier schreiben, dann könnt ihr ihn alle zuspammen. Wann kommt die nächste Folge? Hannes brennt? Das wissen wir nicht. Ja, keine Ahnung. Gut, das war wieder so ein One-Hit-Wonder wie Wham mit Last Christmas. Das war es aber jetzt auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Hannes brennt, Hannes versucht gerade die Katze zu vergiften. Alles klar, scharfe Katze demnächst bei Hannes brennt.